Hallo, ich bin Silvana Müller von Nothing But Nils. Gar keine Nägel zu sehen. Aber das hier, das ist unsere Donna. Bella Donna heißt die eigentlich. Und unsere Donna hat am Montag kleine Babys bekommen. Die habt ihr noch gar nicht gesehen. Die sind hier. In dem Wäschekorb. Und da das der erste Wurf von der Donna ist, haben wir so diese ganze Wiegeaktion noch nicht gemacht. Wir haben die direkt nach der Geburt gewogen. Die haben alle über 500 Gramm gehabt. Und ja, vielleicht soll ich mal was zu der Donna sagen. Die Donna ist ein quasi Dreiviertel-Weimaraner. Also ihre Mama ist eine Langhaar-Weimaranerin und ihr Papa ist unser Rufus. Das ist ein Mischling aus Langhaar-Weimaraner und Schäferhund. Also seine Mama war ein Schäferhund. Und deswegen ist die Donna so schwarz. Und wenn mich jemand fragt, ob das, was das für eine Rasse ist, dann sage ich immer, das ist Langhaar-Weimaraner und Tasmanischer Teufel. Meine süße Maus. Und ich bin immer ihre Hebamme. Also bei Donna bin ich, bei Gloria war ich auch Hebamme. Ich weiß gar nicht, kann man die sehen? Klar, das die Gloria sind liegt nämlich hier. Die Gloria ist die Mama von der Donna. Ja, und jetzt, wir haben ein buntes Durcheinander bekommen. Und zwar haben wir die Donna hat 9 Welpen bekommen und die haben 6 Farben. Wir haben 4 Mädchen und 5 Jungs. Ich hoffe es jedenfalls. Das müssen wir nämlich jetzt nochmal kontrollieren. Wenn ich die gleich hier rausnehme, dann kommt die Donna sowieso sofort wieder angerannt und kontrolliert das erstmal. Wir haben jetzt hier eine Waage, eine Küchenwaage. Ja, und das ist der Papa von der Donna, wie man unschwer erkennen kann. Also kein tasmanischer Teufel, sondern das ist der Papa. Ja, und jetzt will ich mal versuchen, ob ich die erste hier rausholen kann. Ich glaube, das ist nämlich die Dörte. Ja, so. Das ist eine dunkelbraune Hündin. Und das ist die allererste. Ja, die sind ja auch noch ganz klein. Aber wir müssen jetzt wiegen. Oh, oh, oh. So, warte, Dörte, komm her. Oh, warte. Ich würde sagen, das sind so 560, 570 Gramm. So, ich lege die jetzt alle mal hier hin, dann kann die Donna sich gleich wieder hinlegen. So, ich habe die angefasst, die müssen jetzt sauber gemacht werden. So, dann kam ein anderes Mädchen, warte mal, das müsste diese hier sein, die ist pechschwarz. Nein, das ist der Junge, das ist das andere Mädchen, das ist die Doris. So, das ist die Doris. Kleine Maus, komm mal her. 540. Ja. Und die werden alle so ungefähr. Obwohl die Jungs sind ein bisschen schwerer. Dann kam, darf ich mal nah dran? Dann kamen 2 silberne Jungs. Das war einmal der hier. Das ist der Dieter. Der Dieter ist ein richtiger Brocken. Den müssen wir mal hier reinlegen. 550. Die sind jetzt 4 Tage alt. Dann kam noch ein silberner Junge. Mal gucken, was ist das für ein Junge? Das ist ein Junge. Guck mal her, du kleine süße Maus. Oh, guck mal, Junge. Und der Welpen riecht total gut. 550. Oder sind das 600? Nee, warte mal. 500? Das sind 600. Die haben fast 600. So, dann kam noch ein silberner Junge. Oh, mein Gummi. Das ist Daisy. Das hier ist er. Das ist Dieter. Und das ist Detlef. Nee, das ist ein Mädchen. Das ist Daisy. Moment. Silbernes Mädchen. Wir haben einen Mädchennamen zu wenig. Ja, müssen wir noch mal gucken, ne? Das ist auch ein Mädchen.
Die hat 540, so würde ich sagen. So. Das war auch ein Mädchen. Und das hier ist ein blaues Männchen. Ein blauer Rüde. Der wird schön hellblau. Ganz, ganz selten. Ich habe erst gedacht, der wird ganz dunkelgrau, aber der wird blau. So wie die Arietta. Die ist ganz zart. Die ist ganz zart. Nehmen wir mal ein bisschen öfter dann den. Was hat denn der? Der hat 490. So. Dann haben wir hier die Daisy. Guck mal, das war die letzte. Die hat 500. Zart. So. Dann kommt die Dagmar. Das ist die Dagmar. Oh, wir haben, glaube ich, mehr Mädchen als Jungs. Die ist so süß. Das ist die Dagmar. Pass auf, legst du dir gleich dran. Die hat 500. Zack. Komm mal her. Und da ist der letzte. Das ist ein Junge. Oh, 650. Das ist mal ein Brocken. Raus. So, jetzt legt die Donner sich mal wieder hin. Reine Donner. So. Ja, das ist unser Wurf. Und jetzt seht ihr auch, warum ich keine Zeit für Nägel hatte, um mein Nagelvideo zu machen, weil wir aus dem Urlaub ja wiedergekommen sind und wir mussten jetzt erstmal hier Babys versorgen und Wäsche waschen und überhaupt und denke mal, wir sehen uns beim nächsten Mal.